Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich hatte eine interessante Diskussion dieser Tage, da ging es darum, lohnt es sich überhaupt in Zyklika langfristig zu investieren oder sollte man sich als Langfristinvestor nicht generell auf nicht-zyklische Unternehmen beschränken? Nun, zum einen, es gibt keine Kurzfristinvestoren, deswegen Langfristinvestoren finde ich schon an sich ein Widerspruch. Aber das mal als Wortklauberei beiseite gelegt, ist die Frage natürlich schon interessant. Man muss allerdings erstmal definieren, was sind Zykliker, was sind Nicht-Zykliker. Das ist ja auch nicht ganz klar von Anfang an und ich möchte nicht, dass wir aneinander vorbeireden. Also Nicht-Zykliker, das sind für mich Unternehmen, die Waren herstellen, die immer gebraucht werden. Also Brot, Wasser, Benzin, Kleidung in ihrer einfachen Form beispielsweise und noch viele Sachen mehr. All diese Waren zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine geringe Elastizität in der Nachfrage haben. Was ist das nun wieder? Nun, wir können uns vorstellen, der Brotpreis fällt auf die Hälfte, dann wird sich aber der Konsum an Brot nicht verdoppeln. Und andersherum, wenn der Brotpreis sich verdoppelt, dann wird der Verbrauch sich nicht halbieren. Also diese Elastizität ist einfach nicht da in der Nachfrage. Egal wie teuer oder billig Brot oder Milch sind, es wird immer gebraucht. Und solche Waren werden in Amerika zusammengefasst, beispielsweise in der Branche Consumer Staples. Die DDR-Bürger nannten so etwas früher Waren des täglichen Bedarfs. Dann gibt es die Zykliker und das sind Unternehmen aus der Sparte Nice to Have. Ja, also einen Maßanzug beispielsweise kann ich mir kaufen, muss ich aber nicht. Eine Jeans tut's auch. Das ist das, was die Amerikaner zusammenfassen unter Consumer Discretionaries. Hier haben wir eine hohe Elastizität in der Nachfrage. Das meint, wenn es plötzlich iPhones beispielsweise zum halben Preis geben würde, dann könnte der Absatz an iPhones explodieren. Andererseits, wenn der Preis für iPhones sich meinetwegen ab dem Model 11 dann verdoppeln würde, könnte es sein, dass sich viele iPhone-Nutzer entschließen, ihr iPhone 10 oder 9 oder was sie auch sonst noch so haben, einfach mal 2, 3 Jahre länger zu benutzen, bevor man dann auf ein neues Modell upgradet. Also hier könnte eine Erhöhung des Preises dazu führen, dass der Absatz einbricht und eine Halbierung des Preises dazu führen, dass der Absatz in Stücken gemessen wächst. Das passiert eben dann auch in einer Wirtschaftskrise. Nicht nur, wenn die Preise sich verändern, sondern eben auch, wenn die Konjunktur einbricht, wenn mehr Leute arbeitslos werden. Typische Zykliker sind also konjunkturabhängige Branchen, beispielsweise die Schifffahrt weltweit oder Rohstoffproduzenten oder die Hersteller von Ausrüstungsgütern oder Kreditinstitute, die tatsächlich darauf spezialisiert sind, Kredite zu vergeben und nicht zu spekulieren. Vermögensverwalter, ja, wenn Krise ist, ist kein Vermögen zum Verwalten da. Fünf-Sterne-Hotels oder Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, all diese Dinge gehören zu den Zyklikern und die Frage ist tatsächlich, soll man in sowas denn nun langfristig investieren? Die Nicht-Zykliker stellen ja immerhin auch die meisten Dividenden-Champions und Dividenden-Aristokraten. Wir finden da Energieversorger, wir finden Wasserwerke, wir finden einige solide Banken, wir finden solide Konsumunternehmen, wir finden Telefongesellschaften, viele Lebensmittelhersteller, aber auch Einzelhändler, die Waren des täglichen Bedarfs vertreiben. Die sind häufiger Dividenden-Champions als andere Branchen. Nachteil dieser Branchen ist aber, sie wachsen sehr schwach. Sie sind ja schon überall. Wo sollen sie denn noch hinwachsen? Der Vorteil von Zyklikern ist nun wiederum, wenn man mal ein zyklisches Tief erkennt in der Weltkonjunktur, dann pushen sie für jedes Zahltagdepot die Performance unglaublich. Also man kommt dann auch an einem Punkt, wo man sagen kann, ich kann jetzt sehr günstig sehr viel Einkommen einkaufen und weil diese Unternehmen halt zyklisch sind, steigen sie in einem Konjunkturaufschwung vom Kurs her sehr stark und können auch ihre Dividenden stärker anheben als in konjunkturschwachen Phasen. Wenn man so möchte, die Zykliker sind die Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen. Ich möchte nicht drauf verzichten.
Stellen wir uns auch mal vor, so ein Zykliker wie beispielsweise in der Schifffahrtsindustrie, also weltweit in der Schifffahrt. Ja, selbst wenn wir Auf- und Abschwünge haben, die Abschwünge in der Schifffahrt werden uns doch nie wieder zurückbringen auf das Niveau, ich sag mal, der Ostindischen Company im späten 17. Jahrhundert oder der großen Reedereien der 50er Jahre, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese Zeiten werden wir doch nicht mehr erleben. Also auch die Abschwünge sind immer höher als die vorangegangenen Abschwünge. Dazwischen können gut und gern mal 20 Jahre liegen, aber wir sind ja auch nicht im Daytrading unterwegs. Also, wer weltwirtschaftliche Konjunkturzyklen meiner Meinung nach einigermaßen lesen kann und einfach gesunden Menschenverstand zu Hilfe nimmt, der konnte beispielsweise 2016 sehr günstig in Ölunternehmen einsteigen. Das sind Zykliker, aber eine Chevron, eine Exxon oder auch eine British Petrol, eine Shell, die werden sich ja nicht in Luft auflösen, nur weil es der Weltwirtschaft mal 5 Jahre lang schlecht gegangen ist. Man konnte 2017 den weltgrößten Verlieser von Schiffscontainern unheimlich günstig kaufen, weil die weltweite Schifffahrt unter Überkapazitäten gelitten hat. Aber ausgerechnet der Marktführer wird ja nicht von der Bildfläche verschwinden, es sei denn, der Vorstand stellt sich wirklich prasseldumm an. Helmerich und Payne, der führende, weltweit führende Ausrüster von Bohrfeldern für Öl und Gas, der war 2016 zum Schnäppchenpreis zu bekommen. Der Aktienkurs war von $115 gefallen bis auf $40. Dann gab es die 2017 auch nochmal für $42. Trotzdem hebt das Unternehmen seit 45 Jahren ununterbrochen die Dividende an. Ist ein typischer Zykliker, den man nicht immer kaufen kann, aber wenn er denn mal richtig billig ist und wenn man eben daran glaubt, dass Öl und Gas auch in den nächsten 20 Jahren gebraucht werden, dann darf man zu solchen günstigen Preisen einsteigen. Ein klassisches Beispiel ist auch die Aktie von Caterpillar. Ja, die werden nächstes Jahr Dividenden-Champion. Die Aktie gab es 2014 schon mal für $110. Es gab sie dann 2016, möchte ich sagen, am Anfang des Jahres für die Hälfte und im Augenblick steht sie bei rund $155. Die Dividende ist in allen Jahren immer weiter gestiegen. Also nächstes Jahr werden die Dividenden-Champion. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach, man braucht starke Nerven, man braucht die Geduld, auch das haben wir ja schon angesprochen, dass man eine Caterpillar eben nicht zu 155 kauft, sondern eben beim nächsten Einbruch, wenn man daran glaubt, dass Bulldozer und Baumaschinen auch im darauf folgenden Wirtschaftsaufschwung wieder mal gebraucht werden. Ansonsten kann man immer nur sagen, es ist für mich so ein bisschen das Pushen im Portfolio gegenüber langweiligen Kraftwerken oder Wasserwerken. Da haben wir hier wirklich noch Bewegung, auch in den Kursen. Und da ist es dann eben ein Unterschied, ob ich mir für $10.000, ich sag mal, 100 Aktien kaufen kann oder 150 Aktien kaufen kann. Wenn die Aktie gerade am Tief steht, kriege ich eben 50% mehr Dividende eingekauft. Wichtig ist, wenn man in Zyklika investiert, dass man, glaube ich, erstens die Konjunktur ein wenig einschätzen kann, dass man zweitens, was ich immer predige, auch gestaffelt einsteigt, weil natürlich das Problem beim Timing immer ja präsent ist. Man weiß nie, ob das Tief von heute auch noch das Tief von morgen oder vom nächsten Monat ist oder ob die Kurse nicht vielleicht noch tiefer fallen. Also hier gestaffelte Einstiege nehmen und immer schön aufs Geld aufpassen. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare. Euer Nils Gajowi.